Ja, TV 21, diesmal im Mödling. Wie in letzter Zeit wechseln wir öfters die Donauseite. Heute aus gutem Grund. Hier ist die Eröffnung von Art of Hoc. Und da drinnen steigt jetzt dann die große Party. Und wir schauen einmal kurz rein. Es sind ja noch nicht viele Leute da, aber schauen wir mal, dass wir ein bisschen von der Stimmung mitbekommen. Ja, wir sehen, stehen in den Startlöchern, beziehungsweise du stehst in den Startlöchern für deinen neuen, kann man Laden sagen? Shop-Laden, ja, natürlich, wie es dir gefällt. Es hat sich an deinem Sortiment nichts geändert, gell? Außer, dass es halt das herbstlich und winterlich angepasst ist. Du bist jetzt, wie lange? Heute beginnt der erste Tag hier im Shop. Schon nervös? Ja, natürlich. Es ist mein überhaupt allererster Shop. Und ja, ich habe natürlich selbst noch keine Ahnung, was habe ich nicht berücksichtigt, worauf könnte ich vielleicht vergessen haben. Aber momentan, so wie es aussieht, ja, die ersten Leute sind gekommen, die wirken sehr zufrieden, es gefällt jedem. Also ich denke, es wird gut ankommen und die Arbeit hat sich wirklich gelohnt. Würde ich auch so sagen, es ist ein total netter Shop, es gefällt mir sehr gut. Ja, gemütlich kann man fast sagen, gell? Ja, gemütlich, mit der italienischen Musik noch im Hintergrund. Und in einer strategisch guten Lage? Absolut, ja. Wir haben da wirklich gleich nebenan noch den Bahnhof und auch den Spar, den DM. Also es ist eine ordentliche Frequenz gegeben. Für uns ist es so schön, wenn man mitverfolgen kann, wie es aufwärts geht. Und bei dir war ja das wirklich fast rasant. Ja, das stimmt. Ich habe im Herbst eigentlich begonnen erst, die Schuhe aus Italien zu importieren. Habe dann ein paar kleinere Veranstaltungen, so Adventmärkte und so weiter gehabt. Dann eben die Möglichkeit, mit einem kleinen Shop beim La Hong am Kohlmarkt zu sein. Einen 6-wöchigen Pop-Up-Shop genommen, Pop-Up-Store. Und ja, und jetzt habe ich schon das eigene Geschäft. Also, aber es ist so, wie ich es eigentlich auch als Ziel vorgehabt habe. Sonst geschieht ja nichts. Genau. Und jetzt nur für alle, die es noch nicht wissen, was ist Art of Hoc? Art of Hoc ist eine Lebensphilosophie, wo man eigentlich sich nicht in einen Rahmen zwängen lassen möchte, wo man sich nicht den Normen unterwerfen mag, sondern, und das ist, was wir halt auch anbieten, Schuhe für Herren, für Damen in Übergröße, wo es die Träger der Trägerin möglich gemacht wird, das eigene Modell frei zu gestalten. Mit dem Stoff der Art, der Wahl, genauso wie auch der Lederfarbe und einfach sich nicht in eine Schublade, so wie es vielleicht vom Markt, vom Handel vorgegeben ist, hineinpressen zu lassen, sondern seinen eigenen Weg zu gehen. Und diese Stücke entstehen in einer Manufaktur in Italien? Ja, das ist eine Manufaktur, wird sehr liebevoll gemacht. Natürlich muss man daher auch auf die Schuhe seines Wunsches ein bisschen warten, aber es lohnt sich allemal und man hat dann wirklich ein einzigartiges Modell, ein Unikat, was eben auch unseren Slogan dann gleichkommt, be unique, wear unique. Und ich kann jetzt eines sagen, normalerweise sagt mir immer, der Moderator wird immer die Ware loben, wo er gerade ist. Ich kann es mit gutem Bewusstsein loben, ich war ja im Pop-Up-Store bei dir, da habe ich dieses Paar Schuhe erworben und ich trage das seither wirklich leidenschaftlich gern, weil es einfach gut zum Tragen sind, angenehm sind. Ja, mehr kann man schon nicht mehr dazu sagen. Das freut mich sehr, lieber Robert. Danke. Das ist das schönste Kompliment, was du mir machen kannst. Falsche Seite. So rübergehen. Keine Selfie-Kamera.